Ich möchte gern einen Vers aus dem Srimad Bhagavatam singen. Es ist ein Gebet für die ganze Welt. Mögen alle Wesen in allen vier Richtungen mehr Freude und Glück erfahren. Mögen alle Herzen, die mit Ärger, Feindseligkeit und Neid gefüllt sind, maybe cool down, mögen sich diese Gemüter beruhigen. Und mögen wir alle realisieren, die Kraft, die da drin liegt, wenn wir uns ausrichten in dem Dienst etwas Höherem gegenüber dem Göttlichen und eine spontane, selbstlose Liebe zu Gott entwickeln. Hare Rama.
Some greetings from my side too. Nochmal von mir, hallo, und ich möchte euch begrüßen. Really, really happy to see you here. Ich bin wirklich sehr glücklich, euch hier zu sehen. I don't know you, but I see soft hearts and open seeking eyes. Ich kenne euch nicht, aber ich sehe eure weichen Herzen und eure sanften, suchenden Augen. And this is exactly why I like to do this kind of talking. Und das ist genau das, warum ich diese Art von Vortrag oder Gespräch gerne mache. Exactly. I'll share a secret with you. Und genau möchte ich ein Geheimnis mit euch gerne teilen. You think you came in order to listen to me. Ihr glaubt, ihr seid gekommen, um mir zuzuhören. You came so that I could be with you. Aber ihr seid eigentlich gekommen, damit ich mit euch sein kann. So like it. Feel and share and be with you. Und so, dass ich mit euch etwas teilen kann und auch etwas fühlen kann und mit euch einfach auch sein kann. Today is my fourth day here in this sweet little ashram in Merten. Heute ist mein vierter Tag in diesem kleinen süßen Ashram in Merten. And there's a severe danger that I never leave. Und es gibt eine ernsthafte Gefahr, dass ich hier gar nicht mehr weggehe. Wow. It's just been so wonderful. I say to the five Kinkaris here, there's one missing, I think, still. She's coming today. It's just been full of warmth and welcome, and I've been spoiled like a child. Er hat sich wohl gefühlt. So thank you to all of you. Thank you for coming. Also a word about the translation. Wegen der Übersetzung. For which I'm very grateful. It's a difficult job. Especially when I'm talking. I actually speak fluent broken German. Er spricht wirklich sehr, sehr gut Deutsch. Er versteht, wenn ihr nachher Fragen stellt, versteht er alles auf Deutsch. Mhm. But you missed the joke. But particularly tonight, and I would have tried and it would have been broken, but particularly tonight, since I wanted to speak from my heart and speak to your heart, then I use my mother tongue, my mother language. Aber jetzt, warum hat er seine Muttersprache, die Englisch ist, gewählt, weil er wirklich vom Herzen zu euch sprechen möchte. It's really something we should think about and talk about another night, about language. Das wäre das Thema für einen anderen Abend, Sprache. The way we learn it without knowing it. Wie wir es lernen, ohne das eigentlich bewusst wahrzunehmen. Exactly as we learn to love without knowing it. Genauso wie wir lernen zu lieben, ohne zu wissen, wie das eigentlich geht. We don't ask for it. We don't have to ask for it. Wir fragen nicht danach und wir müssen auch nicht danach fragen. It emerges in us, language, just like love. Es entsteht in uns die Sprache genauso wie die Liebe. There's no human being without language. Es gibt kein menschliches Wesen ohne Sprache. And there's no human being that doesn't love. Und es gibt kein menschliches Wesen, das nicht liebt. I think it said on the invitation that I'm a university professor in my day job.
Ich glaube, es wurde auf der Einladung erwähnt, dass ich ein Universitätsprofessor bin in meinem alltäglichen Leben. And I've given, I don't know how many lectures, 1,000, 2,000, 5,000 lectures. Und ich habe vielleicht schon an die 5,000 Vorlesungen gegeben in meinem Leben. And always I speak from my head to the heads. Und ich spreche immer von meinem denkenden Geist zu dem denkenden Geist meiner Zuhörer. And what I notice is that both I and the students leave the auditorium dissatisfied. Und was ich immer fühle oder erfahre, ist, dass sowohl ich als auch meine Studenten etwas unbefriedigt aus dem Vorlesungssaal rausgehen. I empty my notebook, they fill the notebook. Ich entleere mein Notizbuch und die anderen füllen ihres auf. There's something missing. Aber da fehlt etwas. That's why now that I've grown up. Und das ist der Grund, jetzt wo ich gewachsen bin. That I understand what's missing. Jetzt habe ich verstanden, was eigentlich fehlt. And that's feeling. Und das ist das Gefühl. Not only is it difficult to teach this in a lecture. Nicht nur, dass das schwierig ist, sowas in einer Vorlesung zu unterrichten. It's not accepted by my boss. Es wird auch von meinem Chef nicht akzeptiert. From the university. Der Universitätsleitung. This is not legitimate, socially accepted knowledge. Das ist kein sozial oder auch von der Universität akzeptiertes Wissen. And strange, I'm sure you'll agree, you don't need to be a Buddha to understand that the essential of our lives goes through feelings. Und ich glaube, ihr versteht das und man muss auch nicht ein Buddha sein, um das zu begreifen, dass das Essentielle des Lebens durch unsere Gefühle geschieht. So what I try to do this evening, really in a very light way. Was ich heute Abend auf eine leichte oder sanfte Art und Weise versuche zu machen, is to draw a line between Bhagavad Gita, this classical Indian spiritual text. Ich möchte eine Verbindung, eine Linie ziehen zwischen der Bhagavad Gita, diesem klassischen indischen Weisheitstext. And what is called Bhakti. Und dem, was Bhakti genannt wird. This is a practice, not exactly a religion, a practice of devotional service. Das ist eine Praxis von dem hingebungsvollen Dienen. Living as loving service to the other. Dass man lebt im liebevollen Dienst für andere. Bhagavad Gita, which maybe some of you know or you've heard of it or a little bit, I'll introduce it a bit. It doesn't speak of this at all. In der Bhagavad Gita wird das tatsächlich so nicht erwähnt. But some commentators, and the most famous one, Shripad Prabhupada. Aber manche Kommentatoren und einer der berühmteste, der die Bhagavad Gita kommentiert hat, ist Srila Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada. Who's made this link? Der hat diese Verbindung geschaffen. So I've been quite inspired by his writing and I try to actually take it further and make it more personal. Und ich war sehr inspiriert von seinem Text und ich habe versucht, es noch etwas weiter zu vertiefen und es auch noch persönlicher zu machen. So that's my task for the 1 hour here. Und das ist hier jetzt meine Aufgabe für diese Stunde mit euch. So I said I was a professor. I spent most of my life doing what's called science. Ich habe euch schon gesagt, dass ich ein Professor war und ich habe die meiste Zeit meines Lebens mit der Wissenschaft verbracht, mit wissenschaftlichem Arbeiten. I studied
engineering and applied physics. Ich habe Maschinenbau und angewandte Physik studiert. And then later philosophy. Und später Philosophie. And all of these sciences are interested in truth. Und all diese Wissenschaften sind interessiert an der Wahrheit. Nobody's interested in lies. Niemand interessiert sich für Lügen. Or falseness. Oder Falschheit. They all want truth. Die möchten alle, die suchen alle die Wahrheit. But what kind of truth do they want? Aber was für eine Art von Wahrheit suchen die? The most common way of understanding truth in the applied and the human sciences. Die meist verbreitete Anwendung in den Humanwissenschaften von der Idee der Wahrheit. Yeah. Is what we call that adequation, Angemessenheit. Angemessenheit. Yeah, is that right? I think that's that the idea corresponds to the reality. Mm-hmm. Eine Beziehung, dass die Idee mit der Realität korrespondiert. I say it's raining in Merten. Ich sage, es regnet in Merten. And then you go outside and look. Und dann gehst du raus und schaust nach. And you say, it's not raining. Und du sagst, es regnet aber nicht. False statement, no truth. Falsche Aussage, keine Wahrheit. I say it's sunshine in Merten and you go outside. Ich sage, es scheint die Sonne in Merten und du gehst raus. Hmm. And you say it's true. So I've made truth. Und du sagst, es ist wahr. Also habe ich etwas Wahres gesagt. Hmm. It's sunshine in Merten, truth. Isn't that what we're all seeking? Die Sonne scheint in Merten, Wahrheit. Ist das nicht das, was wir alle suchen? Yes and no. If we want to put on a rain jacket or not, yes. Ja und nein. Wenn wir jetzt entscheiden wollen, ob wir einen Regenmantel anziehen sollen, dann stimmt das, ja. But what about the memories I have from my childhood in the rain? Aber was ist mit den Erinnerungen, die ich aus meiner Kindheit habe über den Regen? The time when I got a cold and I was suffering from coughing for a week. Die Zeit, wo ich mich erkältet hatte und wo ich eine Woche lang mit Husten mich geplagt habe. What about that warm feeling of rain in the midsummer? Was ist mit diesem warmen Gefühl in einem Hochsommerabend? The memory of the first kiss I had ever had was in the rain. Oder die Erinnerung an den ersten Kuss, den ich jemals hatte, das war im Regen. Isn't this truth about the rain? Ist das nicht auch eine Wahrheit über den Regen? Isn't this the truth that counts? Ist das nicht die Wahrheit, die entscheidend ist, die zählt? Mm-hmm. Yeah. So this idea of truth as facts, it doesn't have meaning. Und diese Idee von einer Wahrheit, die aus Fakten besteht, die hat keine wirkliche Bedeutung. It has no meaning because it doesn't connect to what we feel. Es hat deswegen keine Bedeutung, weil es sich nicht mit dem verbindet, was wir eigentlich fühlen. Scientific truth, scientific knowledge doesn't understand feelings. Die Wissenschaft versteht nicht den Prozess des Fühlens. Mm-hmm. Only certain kinds of psychology, I suppose, or therapy, psychotherapy would be interested in the feelings. Nur bestimmte Richtungen von Psychotherapie und Psychologie sind interessiert an bestimmten Gefühlen. But these aren't interested in what feelings mean. These are not interested in what feelings mean, these sciences. Aber eben, genau, die Wissenschaften sind nicht an der Bedeutung von den Gefühlen interessiert. They don't even have any interest for what feelings mean. Die haben eigentlich gar kein Interesse daran, herauszufinden, was Gefühle eigentlich bedeuten. So let's ask for a minute before going on what it means to mean. Lass uns mal einen Moment uns fragen, was Bedeutung eigentlich bedeutet. When does the rain shower become meaningful for you? Wenn es regnet, wann wird das für dich bedeutsam? Not when it's attached to the fact that you need to put on the raincoat.
Wahrscheinlich nicht, wenn es mit dem Fakt verbunden ist, ob du jetzt den Regenmantel anziehen sollst oder nicht. It becomes meaningful when it's attached to these experiences of feeling that you've had. Es wird bedeutungsvoll, wenn es sich verbindet mit den Gefühlen, die du mit dem Regen oder im Regen zu sein verbindest. So meaning is more like this energy that connects an experience of the world to your heart. Bedeutung ist mehr wie eine Energie, die dich verbindet, deine Erfahrung, die du machst, mit deinem Herz verbindet. It's what gives it emotional meaning. Das ist das, was der Bedeutung eine emotionale Bedeutung gibt. Mm-hmm. Meaning is what connects an experience to the heart, to the soul. Bedeutung ist das, was eine Erfahrung mit der Seele verbindet. And it's a constant relation. It's an energy. That's why I say it's an energy. It's something that makes us conscious of who we are as feeling conscious beings. Und es ist eine bewusste Beziehung, eine Beziehung, die uns selbst zu bewussten Wesen werden lässt. Mm. So even consciousness, what we call consciousness, it's not just facts. Auch das, was wir Bewusstsein nennen, das besteht nicht einfach nur aus Fakten. Consciousness isn't, yes, it's raining, no, it's not dark, yes, I'm in the house. Bewusstsein ist nicht einfach, ja, es regnet, ja, ich bin im Haus, nur so Fakten. It's my experience, my emotional experience of these facts. Bewusstsein ist meine emotionale Erfahrung von diesen Fakten. In fact, we're not even conscious unless we have this experience of meaning from the heart. Und darüber sind wir uns gar nicht bewusst, solange wir nicht die Erfahrung haben, dass das Bewusstsein eigentlich über das Herz. So if something's meaningful in our life, this means that it's connected to our heart, to our soul. Wenn es etwas Bedeutsames in unserem Leben gibt, dann bedeutet es, dass es eine Verbindung zu unserem Herzen und zu unserer Seele gibt. I have nothing against facts. Ich habe ja nichts gegen Fakten. But these facts are dead and cold unless they're connected to my soul. Aber diese Fakten sind irgendwie tot, solange sie nicht mit meiner Seele in Verbindung stehen. How this connection is made, this is the great mystery. Und wie diese Verbindung tatsächlich entsteht, das ist das große Mysterium. Why everything I understand about falling rain is linked to all these experiences and all these feelings and all these spiritual emotions that I have. How that happens, we don't know. Also, warum die Gefühle entstehen, wenn es regnet, das weiß eigentlich niemand. Das kann man nicht erklären. Some say that science gives meaning. Manche sagen, dass die Wissenschaft Bedeutung gibt. Traditional science, I mean. Das ist die traditionelle Wissenschaft. And they say, well, your feelings, that's a chemical reaction in your body. Die sagen, ja gut, also Gefühle, das ist eine chemische Reaktion in deinem Körper. It's a chemical impulse that passes from one cell to the other. Chemische Impulse, die von einer Nervenzelle in die andere übergehen. Astronomy says, well, I can explain how the planets move. Die Astronomie sagt, gut, ich kann erklären, warum die Planeten sich auf eine bestimmte Art bewegen. Biologists know how cells grow. Und die Biologen wissen auch, warum eine Zelle wächst. And the chemists, they know that when you mix hydrogen and oxygen, that's it, then you get water. Und die Chemiker wissen, was man verbinden muss, damit Wasser entsteht. But do they know then? Was wissen sie denn dann eigentlich? When Isaac Newton tells us the way the planets move. Wenn Newton uns erklärt, warum die Planeten sich bewegen. He tells us brilliantly, let's be clear,
how the planets move. Er erklärt das brillant, auf eine brillante Art und Weise, wie die Planeten sich bewegen. But does he tell us why they move that way? Aber erklärt er uns auch, warum die sich so bewegen? When the super scientist, super biologists tell us the exact genesis of a cell, they're brilliant. Wenn uns diese Superbiologen genau erklären, wie eine Zelle zusammengesetzt ist, sind sie wirklich brillant. Mm-hmm. But they can't tell us why the cell grows that way. Aber sie können uns nicht erklären, warum eine Zelle sich in der Art entwickelt. Why the universe is built this way. Warum ist das Universum genau auf diese Art und Weise aufgebaut? Why we are built this way. Warum sind wir aus dieser Art und Weise zusammengesetzt? They cannot tell us what they mean. Sie können uns nicht sagen, was es bedeutet. So all this meaning is missing. The facts, the explanations are there. Die ganze Bedeutung fehlt. Es gibt Fakten und es gibt Erklärungen. Science cannot understand human experience of the world. Die Wissenschaft kann tatsächlich nicht die menschliche Erfahrung der Welt erklären. This meaning of the world comes through our relation to it, through the soul. Die Bedeutung der Welt entsteht erst durch die Beziehung zu unserer eigenen Seele. Whether you think some great God created the movement of the planets, or whether it's some sort of natural cause, we don't know. But whatever you think, you don't understand it unless you use your heart. Ob du nun daran glaubst, dass eine göttliche Kraft diese Welt kreiert hat oder auch etwas anderes vielleicht, du wirst diese Erklärung nicht in dir erfahren, wenn du sie nicht durch dein Herz fühlst. Mm. So only our relation, our personal, our spiritual or our, if you like, our emotional relation to the world can give us meaning, the meaning of it. Nur unsere emotionale Beziehung zur Welt kann dieser auch eine Bedeutung verleihen. We can explain everything, but we don't have a relationship to it. Wir können alles erklären, wir können zwar alles erklären, aber wir haben immer noch keine Beziehung dazu. This is the most negative and skeptical interpretation of modern world. Das ist jetzt hier die höchst skeptische und auch negative Sicht der modernen Welt. We explain everything, we understand nothing. Wir können alles erklären, aber wir verstehen eigentlich nichts. We can build the most beautiful technological things and we understand nothing about why we do that. Wir können zwar sehr entwickelte Technologien konstruieren, aber wir verstehen eigentlich gar nichts dahinter. We can chart other people, look at how societies work, but understand nothing of it. Wir können beobachten, wie Gesellschaften sich entwickeln und funktionieren, aber eigentlich verstehen wir nichts dahinter. This is simply because we're not looking at the heart. Und das ist einfach, weil wir nicht unseren Blick zum Herz richten. Which doesn't exclude the facts and the explanations. Und das bedeutet nicht, dass wir die Fakten und Erklärungen ausschließen. I want to know how the planets move. I want to know what time the moon comes up. Ich möchte gern wissen, wie sich die Planeten bewegen und ich möchte auch wissen, um wie viel Uhr der Mond aufsteigt. So I can be there with when my beloved comes by and give her or him the bouquet of roses. Und weil dann kann ich mich mit meiner Geliebten verabreden und ihr einen Strauß Rosen schenken. But in order for this moonlight to have beauty, I have to have a heart. Aber damit ich fühlen kann, dass dieses Mondlicht tatsächlich eine Schönheit besitzt, dafür brauche ich mein Herz, dafür brauche ich meine Seele. So only through relations like this can we find meaning in the world. Also nur durch diese Fähigkeit, eine Beziehung einzugehen, kann ich Bedeutung in der Welt erfahren. A very personal, sometimes very intimate relation. Eine sehr persönliche und manchmal auch sehr intime Beziehung. And all relations are to a small or great degree built on love.
Und alle Beziehungen sind zu einem kleinen oder großen Maß auf Liebe basierend. We don't need to talk about Hollywood love. I'm not talking about Hollywood love. I love you, I love you, I love you. Ich spreche jetzt nicht über die Hollywood-Liebe. I'm talking about something simpler and more pure. Ich rede über etwas Einfacheres und halt etwas Pureres. I call love this energy that connects us. Ich nenne jetzt love. Die Energie, die uns verbindet, Liebe. If there's a connection between people, if there's a connection between two or three or many, it's a connection between hearts and souls. Es ist eine Verbindung zwischen ein paar Leuten oder auch vielen. Auf jeden Fall ist es eine Verbindung zwischen den Seelen. Can I have a relation with a stone? Kann ich eine Beziehung mit einem Stein haben? Of course not, because there's no heart there, there's no soul. Nee, das geht nicht, weil da keine Seele ist. But when I have a relation with you, when you have a relation with your friends, with people you hardly know even, there's a little bit or maybe a lot of love in the relation between you. That's the energy that connects you. Aber wenn du eine Beziehung mit deinen Freunden hast, dann gibt es da eben diese Energie der Liebe, die euch verbindet. Und das macht die Beziehung aus. Even with an unknown on the street. Selbst mit einem Unbekannten auf der Straße. If you see that it's a human being, wenn du siehst, dass es ein menschliches Wesen ist, you see that it's a soul. Dann erkennst du, dass da eine Seele ist. And there's a tiny molecule of love that connects you. Und es gibt ein kleines Molekül der Liebe, was dich verbindet. It's not the same as what you feel for your partner. Das ist nicht das Gleiche, was du für deinen Partner oder Partnerin empfindest. Or for your children. Oder für deine Kinder. But it's on the same rainbow. It's on the same scale. Aber es ist auf dem gleichen Regenbogen, auf der gleichen Skala. It's an energy of wanting, of longing, of desiring. Es ist eine Energie des Wünschens, des Sehnens und ja. And it's the same energy that makes us repulse, push away. Und es ist die gleiche Energie, die uns auch etwas ablehnen lässt. Wanting to share ourselves, afraid to share ourselves, the different layers of sharing ourselves, these are all part of this economy, this dynamic of love. Ah, okay, also diese Dynamik, dass wir etwas gerne teilen möchten, aber auch uns zurückziehen möchten. Also dieses ganze Spektrum da drin. So all relations have this at one level or another. Alle Beziehungen haben das in einem kleinen oder großen Maß. And then there's one more little point that I want to try to convince you of before I move to the next. Und dann gibt's hier noch einen kleinen Punkt, wo ich euch gerne überzeugen möchte, bevor wir weitergehen. It's that all actions are made of love. Und zwar, dass alle Handlungen aus Liebe bestehen. All of them. Alle Handlungen. Not just the hugs and the kisses. Nicht nur die Umarmung und die Küsse. But if an action to send an invitation that you come here, to make you a cup of coffee. Any action contains this energy of wanting to connect through love. Also auch wenn du eine Tasse Tee bereitest, jemanden willkommen heißt, jede Handlung entsteht eigentlich durch die Kraft der Liebe. If there's an energy to do something, no, sorry, the energy to do anything, is essentially love. Die Energie, um irgendetwas, egal etwas zu tun, ist auf eine essentielle Art eigentlich Liebe. You got up this morning, you put on your trousers and your socks and shoes. Du bist heute Morgen aufgestanden und du hast deine Hose angezogen, deine Socken, deine Schuhe. You made some breakfast. Hast dir Frühstück gemacht. You went to work or you did, went to your activities. Dann bist du zur Arbeit gegangen oder hast andere Aktivitäten ausgeführt. You came here. Und dann bist du hingekommen. All of this was driven through a motor, an energy, which is not mechanical, which is not facts, which is not chemistry.
Alles wird von einem Motor angetrieben, der nicht einfach nur auf Fakten und Chemie beruht. What is it? Was ist das wohl? It's an energy, a drive, a motor to be yourself, to live out yourself. Es ist eine Energie, ein Antrieb, ein Motor, die dich selbst sein lässt. And who you are is a loving being. Und wer du wirklich bist, ist ein liebendes Wesen. I don't have time to argue it too long, but I think the foundation of everything we are is driven by this energy of love. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, noch weiter zu argumentieren, aber ich bin zutiefst überzeugt, dass alles, was wir tun und sind, wirklich aus dieser Energie der Liebe motiviert wird und angetrieben wird. So any action and any relation is driven by the energy of love. Jede Handlung und jede Beziehung wird durch die Energie der Liebe gespeist. So now we come to Bhagavad Gita. Und jetzt kommen wir zur Bhagavad Gita. At last, you say. Am Ende, siehst du. Yeah. Bhagavad Gita is the original spiritual relation. Bhagavad Gita ist die ursprüngliche spirituelle Beziehung. It's the handbook of relation, love, loving action. Es ist das Handbuch der Beziehung und der liebevollen Handlung. It's the original conversation. Es ist die eigentliche ursprüngliche Unterhaltung. Why the original? Warum ursprünglich? The original relation. Ursprüngliche Beziehung. Because it's a relation, it's a conversation between God and the soul. Weil es sich hierbei um eine Unterhaltung zwischen Gott und der Seele handelt. A very special conversation, you'll admit. Du wirst wohl zugeben, dass es eine sehr spezielle Unterhaltung ist. I'm not the first one to call it this, by the way. Ich bin nicht der Erste, der das so genannt hat. A conversation between God and the soul. Die Unterhaltung zwischen Gott und der Seele. Let me explain. Ich erkläre das. In one way, Bhagavad Gita is a very simple story. Auf eine Art und Weise ist die Bhagavad Gita eine sehr einfache Geschichte. It's a 3,000-year-old poem in 18 chapters. Es ist ein 3000 Jahre altes Gedicht in 18 Kapiteln geschrieben. It's part of the old Indian epic called the Mahabharata. Und es gehört dem Epos der Mahabharata an. And essentially, the first chapter, which often confuses people because it seems just like a war story. Und das erste Kapitel, das verwirrt manchmal ein bisschen, weil das sich nur wie eine Kriegsgeschichte anhört. We find our hero. Wir finden unseren Held. Arjuna. Standing in the middle of the battlefield. Er steht in der Mitte des Schlachtfelds. On the one side is his clan. Auf der einen Seite ist seine Familie, sein Clan. The Pandavas. Die Pandavas. On the other side is a neighboring clan. Und auf der anderen Seite ist eine gegnerische Partei. Where he also has friends and knows people and he's connected to it. Und er hat aber auch dort Freunde und sogar Verwandte und Beziehungen. And it may seem obvious to you. Das mag jetzt offensichtlich für dich sein. But for Arjuna, he suddenly discovers that this is going to be a catastrophe. Aber Arjuna realisiert erst jetzt ganz plötzlich, dass das eine totale Katastrophe sein wird. It can't go well. Das kann nicht gut ausgehen. His family will die, his friends will die. Seine eigene Familie wird sterben und auch die Freunde auf der gegenüberliegenden Seite. He will die too. Und er wird auch sterben. Probably first. Wahrscheinlich sogar als Erster. At this very moment, genau in diesem Moment, God appears. Erscheint Gott. It's very biblical, actually, isn't it? Das ist schon God shows up. Biblisch, oder? Yeah. Gott erscheint. Ja, Krishna. Und das ist Krishna. Mm-hmm. And Krishna takes the form of his chariot driver. Und Krishna nimmt die Position, dass er der Wagenlenker von Arjuna wird. And they begin to talk. Und sie beginnen eine Unterhaltung. The conversation. Die Unterhaltung beginnt. Yeah. And so imagine the situation. It's Arjuna, the poor, ignorant, confused prince in the driver's seat, so to speak. Also stell dir Arjuna vor, der verzweifelte Prinz im he's commanding. Im Fahrersitz und yeah. Er hat tatsächlich
das Kommando. Yeah, he is the commandant, and then God is driving the horses, driving the chariot. Und Gott lenkt die Pferde und lenkt damit auch den Wagen. And he says to God, what should I do? Und er fragt Krishna, was soll ich tun? And the answer to the question is. Und die Antwort? Who are you? Die Antwort ist eine Frage, wer bist du? What are you? Was bist du? And through a very lovely and loving conversation, the first answer comes, you are a soul. Und durch dieses erste Gespräch, was sehr liebevoll ist, kommt die Antwort, du bist eine Seele. You are a soul and the soul has lived forever. Du bist eine Seele und diese Seele hat schon seit Urzeiten gelebt. And will always live. Und sie wird auch bis in alle Ewigkeit existieren. If you believe there's something called a soul, then the soul must be eternal. Wenn du an so etwas wie die Seele glaubst, dann muss diese Seele auch ewig sein. So he begins to shake the answer to the question, should he fight or should he not fight? Also ihn bewegt die Frage, soll er jetzt kämpfen oder soll er nicht kämpfen? And that's very interesting, but more interesting. Und das ist schon ziemlich interessant, aber noch interessanter ist, is that through this conversation he develops a relationship with God. Dass innerhalb von dieser Unterhaltung entwickelt sich eine Beziehung zwischen ihm und Gott. The friendship grows. Und tatsächlich wächst eine Freundschaft. The love grows. Und die Liebe wächst. This is why I say it's the first relation. Und deswegen nenne ich es auch die erste Beziehung. It's the first relation where love becomes the central element. Es ist die erste Beziehung, wo die Liebe das zentrale Element wird. Then something else happens. The second thing happens. Und dann passiert noch etwas Zweites. In several chapters. Und das kommt einige Kapitel später. Arjuna comes to the realization that his soul is love. Arjuna realisiert, dass seine Seele aus Liebe besteht. That the nature of his soul is to love, to be a lover. Und dass die Natur seiner Seele darin besteht, ein Liebender zu sein. So by developing his relationship with God, a loving, friendly relationship, he comes to see that his soul loves. Und in diesem Prozess, in dem er eine Beziehung mit Gott intensiviert und entwickelt, realisiert er mehr und mehr, dass seine Seele aus Liebe besteht. Now we have to take a pause and talk about a technical matter about God. Jetzt müssen wir gerade mal eine Pause machen und über ein technisches Element, was Gott ausmacht, sprechen. In Indian cosmology. In der indischen Kosmologie. God has three aspects. Hat Gott drei Aspekte. The first is called Brahma. Der erste Aspekt nennt sich Brahma. This means reality. Es wird auch mit Realität übersetzt. So God is everything that is. Also Gott ist alles, was existiert. Very simple and the least interesting. Ganz einfach und auch nicht so interessant. Even if it sounds very important. Auch wenn sich das sehr wichtig anhört. The second aspect of God is called Bhagavan. Der zweite Aspekt von Gott wird Bhagavan genannt. And this is in the title of the book Bhagavad Gita. Und dieser verbirgt sich auch im Titel des Buches Bhagavad Gita. Bhagavan has a very special meaning. Bhagavan hat eine sehr spezielle Bedeutung. It's the idea that God is a loving, caring, personal being. Und dieser Begriff enthält die Bedeutung, dass Gott eine liebevolle und sich sorgende Eigenschaft hat, ein solches Wesen hat. Again in the Indian cosmology. Auch in der indischen Kosmologie weiter. The soul, this eternal soul, is individual, unique. Ist das Verständnis der Seele, dass sie ganz individuell und einzigartig ist. Every soul, every one of your souls here, is unique. Jede Seele von jedem Einzelnen von euch hier ist ganz einzigartig. Unique and eternal. Sie ist einzigartig und ewig. So this means that God has an individual relationship with you. Und das bedeutet auch, dass Gott eine ganz individuelle Beziehung mit dir hat. Completely personal. Eine ganz persönliche. Right. Then the third aspect of God. Und jetzt kommen wir zum dritten Aspekt von Gott. Is called Paramatma. Der wird Paramatma genannt.
You might have heard the word Atma. Du hast vielleicht schon mal Atma gehört. This means two things, self and soul. Das bedeutet zwei Sachen, das Selbst und die Seele. Para, we sort of translate as super, so it means super soul. Para wird auch mit super übersetzt, also zusammen, dann bedeutet es super soul. This means that God is the totality of all the living souls. Und das bedeutet, dass Gott die Totalität aller lebenden Seelen ist. So we don't have maybe like in the Semitic, Christian, Islamic vision, God there and the souls here. Wir haben also nicht wie im christlichen Bild, dass Gott und die Seele voneinander getrennt sind. So what we have is that your soul is part of God's soul. Sondern dass deine Seele ein Teil der Seele Gottes ist. A little bit of God is in you. Etwas von Gott ist in dir. The totality of all the living souls in some sense makes up the soul of God. Die Totalität von allen lebenden Seelen summiert sich in der Seele Gottes. So in a way this relation, this loving relation between Arjuna and Krishna. So auf eine Art diese liebevolle Beziehung zwischen Arjuna und Krishna. Is the relation between every soul and God. Kann man sehen als die Beziehung von jeder Seele und Gott. Just including yours. So it's a book about you. Und natürlich auch von deiner Seele. Also dieses Buch handelt von dir. And the problem is, or the question is now, what does this mean for our lives, for us, for our daily experience? Also die Frage ist jetzt, was bedeutet das denn für unser tägliches Leben? We're loving beings. Wir sind liebende Wesen. This love is divine, partially divine. Und diese Liebe ist göttlich oder zumindest teilweise göttlich. Why aren't we celebrating? Warum feiern wir das nicht? What's keeping us? What's the problem? Was hält uns eigentlich zurück? Was ist eigentlich das Problem? So much stands in the way. So viel steht da im Weg. Three things in particular. Drei Sachen im Speziellen. The first is false ego. Das erste nennt sich falsches Ego. False ego means we confuse ourselves with our bodies. Falsches Ego bedeutet, dass wir uns selber mit unserem Körper verwechseln. I think when I'm being myself, it's when I'm being in my body. Ich denke, dass ich selber bin, wenn ich in meinem Körper bin. It's when I relate to others by relating to their material beings. Und wenn ich mich auf andere beziehe, dann beziehe ich mich auf ihre körperliche Ebene. I forget that I am a soul. Und ich vergesse, dass ich eine Seele bin. I spend all my time on my look, on my physical look. Ich nehme mir ganz viel Zeit für mein Aussehen, wie ich also körperlich aussehe. And I spend little time on my spiritual self. Und ich nehme eigentlich sehr wenig Zeit für mein spirituelles Wesen. Right, 5 minutes meditating, 15 minutes by the hairdresser. 5 Minuten meditiere ich und 15 Minuten sitze ich beim Friseur. The second problem is attachment. Das zweite Problem ist die Anhaftung. A continuation of the first problem, actually. Das ist eigentlich eine Weiterführung vom ersten Problem. We think that the things that have value in our life are the material things. Wir denken, dass das, was einen Wert hat in unserem Leben, wären die materiellen Dinge. The famous ones are our car, our house. Zum Beispiel unser Haus our oder clothes, unsere Kleidung oder unser Auto. Our objects. Alle möglichen Objekte, die wir mögen. Essentially all the things that we very well know because we're smart people. Alles, was wir ganz gut kennen, weil wir sind ja so clever. We know that they will disappear. Und dennoch wissen wir auch, dass sie irgendwann verschwinden werden. That my Mercedes will get rusty. Mein Mercedes wird verrosten. That my house will get old. Mein Haus wird auch altern. And even if I have a million in the bank. Und selbst wenn ich 1 Million auf der Bank habe. Sorry for the cliche, but you cannot take it with you. Tut mir leid, dass ich jetzt ein Klischee bediene, aber du wirst es nicht mit dir mitnehmen können. What's the expression in Hindi? The shirt you wear in the coffin. The last shirt has no pocket. No pockets. Yes. Nothing to carry. No problem.
Du kannst nichts mit dir mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Tasche. And yet we organize our lives around our material attachments. Und trotzdem organisieren wir unser ganzes Leben rund um unsere materiellen Anhaftungen. The third problem, das dritte Problem, is the also the extension, but the highest extension of the first two, ist die höchste Erweiterung von den ersten beiden. It's that we love with our bodies. Ist, dass wir mit unseren Körpern lieben. We think that material love is true love. Wir denken, dass die materielle Liebe wahre Liebe ist. We think that my husband, who has this lovely 16-year-old black full head of hair, that when he becomes 83, it's going to still be the same. Ich denke, dass mein junger Gemahl, der jetzt so schwarzes, volles Haar hat, dass er das mit 80 auch noch hat. Yeah. So we love with our senses. Also wir lieben mit unseren Sinnen. And we don't love with our hearts. Und wir lieben nicht so sehr oder gar nicht mit unserem Herz. To truly love this someone would be to love the soul of that one. Wirklich jemanden zu lieben würde bedeuten, dass ich ihn mit meinem Herz, mit meiner Seele liebe. Some of us advance very far in this in our relationships. Manche von uns sind da wirklich fortgeschritten in ihren Beziehungen. That we love the soul of the person we say we love. Und sie lieben wirklich die Seele von demjenigen, von dem sie das sagen, dass sie ihn lieben. But it's almost impossible not to attach onto something material about the one we think we love. Aber es ist fast unmöglich, sich nicht auch an etwas Materielles anzuhaften von demjenigen, den wir lieben. The farther we are from understanding spiritual love of our partner, the farther we are from understanding the spiritual love of God. Man kann das vergleichen, je weiter weg ich bin, zu verstehen, was ist eine spirituelle Liebe zu meinem Partner, genauso weit weg befinde ich mich von der Liebe zu Gott. Remember in the cosmology, the love in my heart is partly the love of God. Wenn du dich an die Kosmologie erinnerst, die Liebe in meinem Herzen ist teilweise die Liebe Gottes, die da ist. When I love you, I'm loving the divine in you. Wenn ich dich liebe, dann liebe ich das Göttliche in dir. I'm loving the little molecule of God in you. Und ich liebe dieses kleine Molekül, dieses kleine göttliche Anteil in dir. And the more purely I love you, und je reiner meine Liebe zu dir ist, that means the more detached from your material being I love you. Das heißt, umso mehr ich losgelöst bin von dem materiellen Ebene, also deines Wesens, the closer I am coming to seeing you as divine and to understanding God. Je näher, umso näher komme ich dahin, zu begreifen, dass der andere und natürlich ich auch göttlich bin und dass wir eine Beziehung haben. This insight is the motivation for Bhakti. Und diese Einsicht ist die Motivation für Bhakti. This practice of loving devotion. Das bedeutet diese Praxis der liebevollen Hingabe. We try in practicing Bhakti to realize the love in all our actions and to purify it. Wir versuchen in dieser Praxis von Bhakti wirklich jede Handlung aus der Motivation der Liebe zu verstehen und geschehen zu lassen. And then our own actions become more divine and the object of our actions become more divine. Dadurch werden unsere eigenen Handlungen göttlicher und auch objects. The target. Und auch unser Gegenüber, er wird dadurch auch göttlicher. And we become happier. Und dadurch werden wir glücklicher. So Bhakti is a practice where we don't have illusions about perfection, but we practice a focus on loving from the soul and loving to the soul. Also in Bhakti haben wir jetzt kein Streben nach einer Perfektion, einer äußeren Perfektion, sondern dass wir wirklich von unserer Seele lernen zu lieben. And the model for this idea of loving, und das Modell für diese Idee zu lieben is
Love of God. Ist die Liebe Gottes. Prema ins Kult. Und die wird Prema genannt. Ganz gut. Prema means perfect love of God. Prema bedeutet auf Sanskrit die perfekte Liebe von Gott. Or perfect love of anyone actually. Oder eigentlich auch die perfekte Liebe von jedem. And what do I mean by perfect? This is important. Und was meine ich jetzt eigentlich bei perfekt? Das ist jetzt wichtig. It only means that there's no cause. It's causeless. Es bedeutet tatsächlich, dass sie grundlos ist. It's without any reason. Dass es keine Ursache dafür no gibt. No benefits. Es gibt keinen positiven Effekt. No laws, no rules. Es gibt auch keine Gesetze und keine Regeln. It's selfless. Sie ist selbstlos. So the more I love without a reason. Also je mehr ich grundlos liebe, the smaller my ego, which was blocking me in the first place, gets. Umso kleiner wird das Ego, was mich in der ersten Stufe immer weiter blockiert hält. The more I do things for you, for others, for my partner, for strangers. Je mehr ich Dinge tue für andere, für meinen Partner und dann auch für Fremde. Without cause. Ohne Grund. Without benefits. Ohne etwas anderes im Gegenzug zu erhalten. Mm-hmm. The more my ego gets out of my way. Umso mehr geht mein Ego raus, geht mir aus dem Weg. And lets me come closer to my soul and thus closer to myself. Und lässt mich dadurch näher zu meiner Seele kommen und das bedeutet auch näher zu meinem wahren Selbst. There's an idea we use often in Bhakti. Es gibt eine Idee, von der wir oft im Bhakti sprechen. It's called Seva. Und das ist das Wort Seva. It means simply selfless service. Es bedeutet einfach selbstloser Dienst. It's the name of what I just described. Doing things for others without any benefit. Und das ist das, was ich eben beschrieben habe. Etwas für andere zu tun, ohne einen Profit davon zu haben. It's goodness that gives itself. It doesn't need anything back. Es ist etwas Gutes, was sich selbst einfach gibt und was nichts dafür zurückverlangt. If you ask me to bring you a cup of coffee, it's too late, because you asked me. Wenn du mich fragst, ob du eine Tasse Kaffee möchtest, dann ist das schon zu spät. But if I look in your eyes and know you and remember you and live with you for 35 years anyway, so, and I know you want a cup of coffee and bring it to you, that's Seva. Aber wenn ich in deine Augen gucke und ich kenne dich und vielleicht kenne ich dich schon seit 35 Jahren und ich weiß, du möchtest eine Tasse Kaffee und ich bringe dir die einfach, dann ist das Seva. Or if I just see a stranger on the street and look in his eyes. Oder wenn ich einen Fremden auf der Straße sehe und ich schaue in seine Augen. And see that he needs a glass of water. Und ich sehe, dass er ein Glas Wasser braucht. And give it to him. Und ich gebe es ihm. I purify my soul. Dann reinige ich meine Seele. Maybe just a little. Vielleicht nur ein bisschen. But nonetheless. Aber es passiert. So when we begin to look into the souls of others, into the eyes of others. Also wenn wir beginnen in die Seele und damit auch in die Augen von anderen zu schauen. We see ourselves too. Dann sehen wir auch uns selbst. Damit. Because our ego gets out of the way. Das ist nur möglich, wenn das Ego aus dem Weg geht. The ego is what's blocking us from being our own spiritual selves. Denn das Ego blockiert uns, verstellt uns den Weg, um wirklich unser wahres Selbst sein zu können. So let's compare a servant of a prince. Also lass uns mal jetzt den Diener, diesen Prinz, and a Bhakti-Devotee. Mit einem Bhakti-Devotee, so nennt man jemand, der Bhakti-Yoga praktiziert, vergleichen. The servant gets an order for a cup of coffee. Der Diener bekommt die Anordnung für eine Tasse Kaffee. The devotee feels the need for the cup of coffee. Und der Devotee, der fühlt, dass der andere jetzt gerne eine Tasse Kaffee trinken würde. The servant brings the coffee for a purpose. Der Diener bringt die Tasse Kaffee, weil er ein ganz bestimmtes Grund dafür hat. Yeah, and the devotee
brings it. Und der Devotee bringt es an. Maybe not even intellectually understanding why. Vielleicht versteht er sogar intellektuell gar nicht, warum er das macht. The servant lives in a field of love. Der Diener lebt in in a field of power. Der es jetzt rein aus als Diener macht, der lebt in einem Feld von Macht. Yeah, and the other one lives in a field of love. Der andere lebt in einem Feld von Liebe. To finish, to conclude. Um das jetzt noch mal eine Schlussfolgerung zu machen. And it's the continuation of the Bhagavad Gita. It's the appendix to the Bhagavad Gita. Und das wäre jetzt die Fortsetzung, der Anhang der Bhagavad Gita. Mm-hmm. Krishna in the Indian cosmology, Krishna has come several times to visit us. In der indischen Kosmologie ist Krishna bereits mehrmals hier auf der Erde erschienen. According to Bhakti, nach Bhakti Philosophie oder? The last time he came was not so long ago. Das letzte Mal, als er kam, das ist gar nicht so lange her. 1486. Das war 1486. Krishna had spent lots of time being admired and loved and venerated by his creation. Krishna hat viel Zeit damit verbracht, dass er sehr bewundert wurde und für seine Kreation, die Welt. So he'd experienced that all the people of the world loved him, and in particular the lovely young maidens. Er erfuhr eine unglaubliche Liebe von der ganzen Welt und ganz speziell von sehr liebevollen jungen Mädchen. He had all love, he had all pleasure. Er hatte alle Liebe und alle Freuden. What was missing? Was hat denn gefehlt? He wasn't loving. Er hat selber nicht geliebt. He knew everything about being loved. Er wusste alles darüber, wie es ist, geliebt zu werden. But what does it feel like to love somebody like that? Aber was, wie fühlt sich das denn an, jemanden so zu lieben? Das wollte er gerne erfahren. So he said, I'm going to return to Earth again, but this time. Und dann hat er gesagt, ich werde noch mal zur Erde kommen, aber diesmal. I'm going to come one God in two forms. Diesmal werde ich als ein Gott in zwei Formen gleichzeitig kommen. As the beloved. Sowohl als die Geliebte oder der Geliebte. And as the lover. Und als der Liebende. That way. I can experience the love, but also I can seek to understand what it means to love that much. Auf diese Art und Weise kann ich sowohl die Liebe von anderen erfahren, aber ich kann auch erfahren, wie fühlt es sich an, so sehr jemanden zu lieben. This appearance led to all sorts of beautiful stories about how two gods love. Diese Inkarnation hat zu vielen Geschichten geführt, wie zwei Gottheiten lieben. But to jump to the consequence, the meaning of it. Aber um jetzt mal zu der Konsequenz zu kommen, die Bedeutung von diesem Fakt. In this Bhakti perspective. In dieser Bhakti-Perspektive. God is not love. Ist Gott nicht Liebe? Some abstract idea. Ist keine abstrakte Idee. Something way up there that we could aspire to. Etwas ganz weit weg, wo wir uns nachsehnen können. God is not love. God is loving. Gott ist nicht Liebe, sondern Gott ist liebend. God is the constant relation between the lover and the beloved. Gott ist die konstante Beziehung zwischen dem Liebenden und demjenigen, der geliebt wird. Constant, ongoing, loving energy. Es ist eine konstante, also etwas, was die ganze Zeit passiert, eine liebende Energie im Austausch. So the consequence of Bhagavad Gita. Also die Konsequenz oder die Schlussfolgerung der Bhagavad Gita ist, this is what we're made of. Ist, dass es genau das ist, woraus wir bestehen. As each of us a part of God. So, dass jeder von uns ein kleiner Teil von Gott ist. Each of us is also part of this God as loving relation. Und jeder von uns ist auch ein Teil von dieser liebenden Beziehung mit Gott. Our souls are made of living, loving energy.
dass unsere Seele aus einer lebenden, liebenden Energie besteht. It's already there. You don't have to pray for it. You don't have to ask for it. Und es existiert bereits. Wir müssen nicht darum beten und bitten. The big challenge, the huge challenge. Die große, wirklich große Herausforderung. Is to realize it. Ist es wirklich in der Tiefe zu realisieren. And to live it. Und das auch dann zu leben. Ja. Thank you. Glad to have your feedback. Vielen Dank. Ich freue mich über eure Rückmeldungen und über den Austausch mit euch. It's of course all borrowed. So you're just clapping for God, which you should. Yes. Es ist alles ausgeborgt. Ihr klatscht für Gott. Ja. Ja, ich kann ja vielleicht noch ganz kurz was sagen zu diesem Vorgang. In Indien, wenn wir mit unserem Lehrer einen Vortrag hören, wir haben beide den gleichen Lehrer in Indien, und da tauschen wir uns aus. Wir lesen gemeinsam einen Text und versuchen über das Austauschen von unseren Gedanken und Gefühlen darüber mehr in die Tiefe zu kommen. Dass wir das eigentlich auf einer tieferen Ebene auch verstehen können, was wir gerade gehört haben. Und dafür ist es quasi jetzt dieser Teil ganz, ganz wichtig, damit sich was mehr setzen kann oder verwirklichen kann. Dass es nicht nur etwas Gehörtes bleibt, sondern etwas eine Etage tiefer sinken darf. Und ich möchte euch ganz herzlich einladen, eure Gedanken und Gefühle oder auch Fragen auszusprechen und zu teilen. Also ich würde gerne sagen, dass es ganz viele Momente gab, wo ich so eine Gänsehaut bekommen habe, also wo ich einfach so das sehr gut nachvollziehen konnte und nachfühlen konnte, wovon er gesprochen hat. Und dass mich dann gleichzeitig das mit so einer Dankbarkeit und so einer Fülle und so einer, mit so viel Glück dann hat verbunden hat oder hat fühlen lassen. Also sehr schön, vielen Dank. Und vor allen Dingen dann zu wissen, du bist richtig. So, ja. Du bist richtig. Und man kommt ja immer wieder in Situationen so tagsüber, wo man mit Kollegen spricht und dann ist der über was am Schimpfen oder der über was am Schimpfen. Und so sich da wirklich ganz bewusst rauszuziehen und sich auch da nicht mit reinziehen zu lassen, weil man würde es sowieso nicht verändern. Und ich kann es nur verändern, indem ich bei mir bleibe und liebend vorangehe. Danke. Wonderful, thank you so much. And this is your challenge then, to keep the feeling alive. Yeah. Don't fall into it and don't fall into the dirt. Keep it, keep this feeling going. It's extremely difficult. Ja, das ist eben die Herausforderung, dass du mit deinem Gefühl immer in Verbindung bleibst und das am Leben erhältst und dass du dem folgst. Das ist das Wunderschöne. Also mich erfüllt das auch mit einer riesigen Freude. Ich teile und diese Freude, die es einfach auslöst. Mein Gott, Gott meint mich, hey! Und ich darf mit Gott in einer persönlichen, unmittelbaren Beziehung sein. Ich darf, ich soll es, ich bin aufgefordert. Ich muss keine Bemühungen, nichts dafür veranstalten. Hey, es ist einfach schon da. Es macht einfach Freude, sofort denken. Ich finde, das ist so ein ganz österliches Thema. Ne? Also ich finde das auch, dass das jetzt eine Woche vor Ostern dieser Vortrag ist. Also, weil und da geht es ja auch viel um Demut und
Genau, dass wir letztendlich erlöst werden. Und das finde ich ganz spannend. Mhm. Yes, thank you. Sorry. I was going to, yeah, I was going to say thank you for this reminder. And of course, Jesus is a very, very important figure in this way. Danke für deine Erinnerung. Und natürlich ist Jesus eine ganz, ganz wichtige Person oder Figur. He's a great inspiration for many of us. Er ist eine große Inspiration für viele von uns. Why? Warum? Because he has a personal relationship to God, his father. Weil er eine persönliche Beziehung zu Gott, zu seinem Vater hat. A loving relation. Eine liebende Beziehung. And just the kind that I was trying to describe. Genau diese Art und Weise, die ich gerade versucht habe zu beschreiben. So unlike this, the idea of a silent, powerful God, we don't understand what he does and how he operates and what he, why. Also diese Idee von einem leisen und machtvollen Gott, den wir aber gar nicht verstehen, warum und wie er eigentlich agiert. This is foreign for Jesus. Und das ist ganz für Jesus ganz fremd. Who has God in his heart, just in the way I was describing. Denn er fühlt wirklich, er hat Gott in seinem Herzen. Das ist das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. He always calls him my father, he doesn't say God. Er hat ihn immer meinen Vater genannt, er hat ihn nicht so Gott personal, genannt, so close, weil er sich so, so persönlich und so nah mit ihm gefühlt hat. Ich habe noch eine Frage, und zwar am Anfang haben Sie gesagt, dass es jede Handlung aus Liebe entspringt. Ne? Und ich meine, im Alltäglichen kriegen wir das ja alles so mit, dass es nicht alles wirklich liebevolle Handlungen sind. Ja, all action is only possible with love. Alle Handlungen sind nur möglich durch Liebe. Nein, it's a bit of a theoretical claim. Das ist ein wenig eine theoretische so Annahme. Your point of view. Und da teile ich auch deine Meinung. And theoretically, what I mean is that anything that happens between two souls. Und theoretisch, damit meine ich alles, was zwischen zwei Seelen passiert. Any action. Jede Form von Handlung. Is driven by love. Ist angetrieben durch die Liebe. That's the theoretical part. So if there are two souls happening, there's no other way to link them. But by a spiritual link. Also wenn sich zwei Seelen begegnen, dann gibt es nur eine Verbindung durch eine spirituelle Verbindung. And then to the more practical side of your question. Und jetzt kommen wir zur praktischen Seite. The realistic side of your question. Die reale Partie. Even the most complicated, dark, negative actions. Auch die kompliziertesten und dunklen oder negativen Handlungen. They can be understood. They can be linked. They can be reduced to a need, a search for love and to give love. Die können eigentlich verstanden werden als eine Sehnsucht nach Liebe, die zu empfangen. The system of love, your colleague's anger. I'm imagining. Your colleague's anger or the anger of the driver in the next lane on the Autobahn. Zum Beispiel der Ärger von deinen Kollegen oder der Fahrer, der auf der Autobahn neben dir ist. This is caused by some other loving relation. That his wife was unhappy with him because his son got a bad grade on his mathematics test. And the son did that on the math test because he wasn't getting enough attention for his biology test, and then he didn't have the football. And that there's a ecosystem of love. Es gibt so eine Art Ökosystem der Liebe. Also der Mann ist vielleicht sauer, weil seine Frau ihm gerade schlecht gelaunt begegnet ist, weil der Sohn hat eine schlechte Mathearbeit geschrieben und so weiter. Also da hängen ganz, ganz viele Sachen mit dran, warum der jetzt gerade dir mit Ärger begegnet, und das hat er jetzt Ökosystem der Liebe genannt.
So some are even the most negative human actions, the most apparently unloving human actions can also, be reduced to love. Also sogar die am negativsten erscheinenden Handlungen, die haben auch wirklich ihren Ursprung in der Liebe. This essential nature that we have to love, and when that essential nature is stopped or blocked, then there's anger. Also wenn diese essentielle Natur, die wir eigentlich sind, diese Natur zu lieben, wenn die blockiert wird, dann entsteht Ärger. Das bedeutet vielleicht auch wirklich, dass es der Entspannung und der Pause bedarf, um den Abstand zu diesen Bedrängnissen herzustellen, des tiefen Ausatmens, um dann meiner Seele wieder bewusst zu werden. Also nicht keine weitere Bemühung, sondern einfach mal just a small pause. Okay. Und dann geschieht das Wunder. The target, the goal is right, to become conscious of the soul. This is what is needed. Also das Ziel ist richtig, das Ziel ist wirklich bewusst zu werden über die Seele. Bewusst. Yeah, like you said it, that sometimes something more dramatic than a breath of air is needed. Manchmal ist vielleicht noch was Stärkeres notwendig als ein Atemzug. Drei. But it's the right mood. Aber das ist schon mal die richtige Stimmung. I don't mean to seem too idealistic, you know. I know I do. Ich meine das jetzt nicht idealistisch. Even in this friendly audience. Auch nicht in dieser freundlichen Zuhörerschaft. But I think there are really practical measures we can take to make our lives less conflictual. Aber ich glaube, es gibt wirklich praktische Schritte, die wir machen können, um unser Leben weniger konfliktbelastet zu machen. All those diverse practices that I guess probably most of you in this room are familiar with it, that make us more aware of our soul. Es gibt so viele Praktiken und Wege, und die ihr bestimmt auch kennt oder auch selber schon darauf auf diesen Wegen voranschreitet, um uns mehr mit unserer Seele zu verbinden und bewusster zu werden. Ich habe morgen einen Entscheidungstermin. Vielleicht auch nicht. Ich war schon mal vor Gericht, also schon mal einen Termin gehabt. Ganz langer Prozess. Und ich habe vorher gebetet, bevor ich hingekommen bin. Weil ich so im Vertrauen bin, dass es gut wird, dass auch der Prozess rückwirkend betrachtet so ein inneres Wachstum mich hat erfahren lassen dürfen. Und man hätte bestimmt allen Grund, da morgen empört, aufgebracht, wütend, verärgert oder sonst wie hinzugehen, aber dann das so ruhig erfahren zu können und dann, da ich noch bei Passionsspielen vorgestern, jetzt das hier, also es ist alles so passend und zum rechten Zeitpunkt, dass ja noch mehr das Herz offen sein lässt, ohne Befürchtungen, ohne Ängste, ohne das, was da so kommen kann, kann es doch alles gut für mich. Schon mal. Und alles zum Besten laufen, weil Schritt für Schritt alles so sich gefügt hat. Dadurch kommt man ja auch noch mal viel mehr in die Liebe und die Selbstliebe und das Sein.
Und deswegen freue ich mich auch, dass ich hier sein kann. No, we are too. But it means that the path you've taken to where you are is in harmony with who you are. Also da sind wir zu zweit, in dem Freuen, dass du da bist. Und wir sind auf diesem Weg, also den gehen wir alle gemeinsam mehr darauf zu, wer wir wirklich sind, zu werden. So dieses Getragenwerden. Zum auch ganz oft so den Fall erlebt zu haben und zu wissen, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Du wirst immer irgendwie aufgefangen. Ich habe meine Freundin mitgebracht, die mich auch schon ganz oft aufgefangen hat. Getragen. Well, thank you. Thank you too. Vielen Dank.